Au, ich habe schon wieder das Loch nicht gesehen. Wollt's doch looten. Na gut. Wenn man sich beim Looten dusselig anstellt, dann verdient man das Loot auch nicht. Alter, was? Das ist ja Lava. Oh, das ist ja cool. So, da rennt immer noch der Champion rum. Jetzt müssten wir uns mal langsam sich um den kümmern. Ich glaube, den Rest haben wir nämlich jetzt hier alles. Bis auf den da. Hey, Feuerball. Vorbereitet sind wir? Hoffe ich. Nee. Okay, andere Richtung. Und den Schaden von hinten mitnehmen. Ja. Und möglichst nicht liegen. Was denn? Brennt dir der Hintern? Aua. Falsche Richtung. Und ich mache mich noch über ihn lustig, ne? Oh nein, den ganzen Weg nochmal. Ich weiß doch gar nicht mehr, wo ich lang gelaufen bin. Gibt's da was, was dichter dran ist? Nee, ne? No! Nein! Den ganzen Weg nochmal. La 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 la. Na gut, was ein richtiger Abenteurer ist, der schafft das. Oh, warte mal. Eigentlich muss ich hier nochmal rein. Wo ist die Brücke? Brücke. Ich habe vergessen, wie viele Gegner hier sind. Oh Gott, ein zweiter. Au. Ich wollte eigentlich nur meine Sachen reparieren, weißt du? Sterb hier fast. Und glaube. Ah, okay. Gereinigter Verband. Ich glaube, den benutzen wir mal eben, ne? Wird langsam nötig. Okay. Dann suchen wir jetzt den Weg. Und wandern los. La 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 la. La 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 la. Hi Brombat. Wie geht's? Wie steht's? Was echt nur geradeaus hier? Dann war das ja sehr simpel. Warum leuchtet das da so unverhofft rot? Bin ich hier richtig? Bin ich das letzte Mal schon so lang gelaufen? Ja, ne? Ah ja, doch, klar. Einmal quer durchs Miasma. Bäh.
Wie sind wir hier rübergekommen? Wo ist der Weg von vorhin? Hier irgendwo, ne? Jetzt wäre ich doch beinahe Miasma krepiert. Woche wird überstanden, ja. So, dann... Und wir springen hier nochmal in die Löcher rein. Natürlich, warum auch nicht? So, und bei dem Champion muss ich mir merken, immer nach rechts springen, nicht nach links. Wuka Opferhügel. Ja. Oh Gott, da ist noch einer. Au! Oh Gott! Nee? Ja? Ich hab halt mit dem Kleinen da nicht mehr gerechnet. Gut, der ist hinüber. Ey, ich hab mir gerade... Ja? Und weiter? In den Hintern, in den Hintern, in den Hintern! Komm, Feuer aus den Hintern! Komm, 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 komm! Feuer und dann Hintern, Feuer und dann Hintern. Wir machen den mal ganz kurz. Feuer und dann Hintern. Oder ihr wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Dein Pferdeschwanz brennt. 3 Wochen Urlaub, das ist cool. Nimm Klopfpfeife. Holla, die Waldfee. Da wird sich aber unsere Bäuerin freuen. Haben wir die also auch gefunden? Das ist cool. Das kann man auch löschen. Voll nice. Falkenbrustpanzer schon wieder? Ein Wunder, dass sie hier so viel Ruhig dann haben. 4 Funken! 4 Funken! Wir haben weitere 4 Funken. Das heißt, wir haben, wir können jetzt unsere Flamme tatsächlich, sobald wir den Rest haben, komplett aufwerten. Wo waren wir jetzt noch nicht? Hier drüben, ne? Wie viele Wuka gibt es hier noch auf diesem Hügel? Genau, darunter wollte ich auf jeden Fall mal. Ist mir jetzt gerade blöd, das im Dunkeln zu tun. Ich sehe hier gerade einen Loom. Noch alter Urlaub vom letzten Jahr, oh mein Gott. Oh. Aufgeräumt. Wir haben aufgeräumt. Wir haben aufgeräumt. Aufgeräumt, räumt, räumt. Aufgeräumt, räumt, räumt. Aufgeräumt, aufgeräumt, aufgeräumt. Nur ein sauberes Lager ist ein gutes Lager. Sage ich in-game, aber meine Bude sieht aus wie Sau. Wobei, gibt schlimmere als meine. Wir müssen doch eigentlich ursprünglich mal aus echt warmen, nee, aus echt kalten Gefilden gekommen sein, ne? Ich meine, Eiszauber überstehen die ohne Probleme. Mit anderen Worten, die müssen halt wirklich mal irgendwo aus dem Schneegebiet gekommen sein. Und haben sich mittlerweile halt hier niedergelassen, deswegen sind die so empfindlich gegenüber... Aua? Empfindlich gegenüber Feuer. Dass das bei uns gerade was anderes wäre. Hallöchen. Also ich muss sagen, der heutige Tag hat sich schon wieder sehr gelohnt. Baublöcke, neue Sachen. Gruppenweise interessante Dinge entdeckt. Ich hätte hier gerne nur ein bisschen...
Hi. Hier? Deren Fell hält auf jeden Fall Kälte ab. Hab ich mich gerade erschrocken, aber es ist ja nur einer von denen. So, den nehme ich gerne mit. Hier bin ich Kupfer. Zum Henker bin ich hier eigentlich? Wo laufe ich eigentlich lang? Ich habe keine... Oh, da geht's hoch. Da geht's hoch zu einer Kiste. Und dann müssen wir da runter. Okay. Hi. Ein Jägerbogen. Dunstmagierstab in viel, viel stärker. Dann können wir den Elber Stufe 1. Stufe 1 können wir damit löschen. Oder zerlegen. Das hier würde ich gerne löschen. Den haben wir nämlich schon. Die haben wir ja auch schon. Die kann auch weg. Bei dem weiß ich noch nicht. Aber das Ding können wir zerlegen. Das ist okay. Kurzschwerter brauchen wir echt nicht. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, davon haben wir später auch noch genug. Und ja. Es wäre schön, wenn langsam Tag würde. Aber ich kann mich bei dir aber austoben. Ich schaff's ja noch nicht mal, mich richtig bei mir auszutoben. Wuka-Schlucht. Ah ja. Und hier sind wir, glaube ich, gekommen. Oh, da oben ist noch was. Nee, warte, da oben hatten wir doch schon. Wieso leuchtet die schon wieder? Oder hatten wir die doch noch nicht? Hatten wir doch schon. Hör auf zu leuchten, das ist irritierend. Jetzt denke ich noch, ich habe was verpasst. Okay, das Ding haben wir hier oben. Dann haben wir hier noch hier sehr viel verwirrendes Zeug. Oase? Fragezeichen? 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 Fragezeichen. Ganz viele Fragezeichen. Also du spielst den Shrouded auch, ja? Ach Leute. Mach mich, wo ihr eigentlich herkommt. Von der Klamotte her? Könnte überall her gewesen sein. Man weiß es nicht. Und dann räumen wir hier ein und haben nichts. Räumen wir hier was ein bisschen um. Das ist Schutt. Der gehört da unten rein. Noch irgendwas, was hier reingehört? Nee. So. Jede Menge Leder. Ich glaube, wir müssen nochmal wieder dran arbeiten. Köpfe. Haben wir keine. Nee, warte mal. Die haben wir ja auch nicht. Haben wir davon was? Nee. Knochen haben wir. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Alles, was hier noch... Wir warten eigentlich die ganze Zeit nur noch auf Safran. Und dann könnte man theoretisch die Ufer erhöhen. Da oben? Genau, du da oben. So. Dunkel Monarchenhelden. Amatasero, na, wie geht's? Alles gut? Ist der hier eigentlich besser als unser? Ich meine, der ist gewöhnlich, hat eine 47er Kraft, hat eine 46er Kraft. Nee. Nee, der ist nicht wirklich besser. Der geht auf die ähnliche Stufe wie die. Die gleiche Stufe wie der. Die sehen beide episch aus. Die sehen beide ziemlich cool aus. Aber die sind halt nur. Der Jägerbogen. Den haben wir schon. Können wir den zerlegen. So. Den hier würde ich gerne noch verbessern. Dann können wir den hier nämlich ad acta legen. Und dann passt das auch. Ich brauche mal ein paar Münzen. Brauche mal ein paar Münzen. Ich wollte gerade was zu essen und selber. Ich hatte noch nichts zu essen, aber ich krieg langsam Hunger. Tatsächlich. Ansonsten geht's mir gut. Wie es den anderen geht, müssen sie selber sagen. Wir waren heute mal so ein bisschen
Ein bisschen questen. Manchmal muss das ja auch sein. Oh, der ist ja richtig cool. Der Zauberstab. Die Münzen haben sich jetzt sehr gelohnt. Hab zwar jetzt 2000 Münzen für ausgegeben, aber hey. Der ist ja richtig cool. Und einen Eis... Nee, das... Ach nee, das ist der Eiskern, das ist der Sengle. Mehr war mein. Das ist ein Mobiliar. Das heißt aber auch... Ja, neue Quest. Oder zumindest neue Dialoge. Entschuldigung. Dein Geschenk ist so süß. Verwenden wir die Imkerpfeife, um einen Honigbienenstock herzustellen. Wenn es Zeit für die Ernte ist, können wir etwas ganz Besonderes herstellen. Du magst hoffentlich glasierte Yucca. Achso, die müssen wir ihr noch hinstellen. Kein Problem. Haben wir hier noch irgendwo ein Regal? Nee, grad nicht. Obwohl das kein Problem ist. Ich glaube, dann stellen wir ihr das Ding einfach. Okay, das Ding ist doch größer als gedacht. Aber wir können ihr das hier hinstellen. Weil wenn hier dann nämlich die Tür nach hinten raus ist, dann können wir ja die Bienen da hinsetzen. Ich habe viel mehr Lehm als das. Willst du mich verarschen? Das kann nicht alles an Lehm gewesen sein, was ich in meinem Inventar hatte hier. Oh. Möglicherweise war das doch alles. Ups. Und wir müssen irgendwann mal hier wieder Holz sammeln gehen. Oh mein Gott, ey, wenn wir hier die ganzen Bäume fällen. Das gibt Holz. Wo ist denn unsere Grube? Ups, ups, ups. Und wir graben. Doch nichts über in ganz entspannte Materialien farmen. Was ich übrigens gestern auch nicht auf Kamera gemacht habe, obwohl ich gesagt habe, dass ich es eventuell machen könnte. Ich hätte echt nichts dagegen, wenn es hier ein bisschen anfängt zu regnen bei uns. Aber hier wird es wahrscheinlich... Berlin und Brandenburg ist halt nicht örtlich. Wir sind hier nun mal die Steppe Deutschlands. Die Streusandbüchse Deutschlands, von daher. Wir haben den besten Kartoffelboden. Und bauen hier keine Kartoffeln an. Stattdessen jede Menge anderen Quatsch. Okay, wir können jetzt noch ein paar Bienenstöckchen herstellen. Stöckchen. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich glaube, wir nehmen erstmal drei. Das reicht. Spezialgegenstand. Wie speziell ist er denn? Wie pausiert. Wasser und Zucker? Ernsthaft? Ah, okay. Dann verstehe ich jetzt, wie die funktionieren. Und ich denke mir so, das ist wie in Walheim, weißt du, stellst sie halt in die Nähe von Blüten auf und das machen die dann von ganz alleine und dann ist das aber sowas. So. Die Insekten- oder Bienenphobiker, die werden sich freuen. So, und dann ist eins für Wachs.
Pflanzenfasern und Wasser und das andere ist Zucker und Wasser. Okay, Zucker. Steckt man Zucker her? Machst du das? Nee. Dann wollen wir mal rausnehmen. Hier ist nur Brot. Mal davon aus, dass man Zucker aus Zuckerrohr herstellt. Stapel teilen. Irgendwo. Jetzt ist mir die Frage, wo und wie. Bin ich gerade ein wenig überfragt. Und der ist einer zu viel. Hatte ich hier letztens nicht noch Wasser? Wo kommt das Wasser schon wieder hin? Soll ich mal Saft fahren? Setzlinge, mal gucken. Da habe ich tatsächlich komplett überfragt. Was Zucker angeht. Kondition. Nee, auch nicht. Moment. Intelligenz war es. Ah ja. Ah, die roten Pilze sind alle. Warum sind die schon wieder alle? Hatten die nicht noch welche? Sind die so schnell alle gegangen? Rote Pilze. Da. Roter Pilz und Knochenmehl. Knochenmehl ist ja nicht das Problem. Da haben wir ja genug. Nicht. Ja. Und bup. Zum Glück braucht man dafür kein Wasser. Dauert noch. Wobei man könnte auch noch ein bisschen Zuckerrohr herstellen. Rohrzucker Farmboden. Ah nee, komm. Komm mal hier rein. So. Oder hatten wir davon auch noch Setzlinge?
Langsam komme ich da an den Punkt, wo ich den Überblick verliere. Am Boden? Hallo? Am Boden. Am Boden. Da, 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 da. Ah ja, und Pflanzenfasern, da war ja auch noch was. Pflanzenfasern, tralala. Stapelteilen, bestätigen. Wir nehmen mal die Hälfte mit. War auch mit Wasser, ne? Pflanzenfasern und Wasser. So. Kann mir jemand verraten, wie man an Zucker rankommt? Oder bin ich einfach noch nicht so weit? Ja, noch einfach sagen, ich bin noch nicht so weit. Nehme ich auch in Kauf. Hab's gefunden. So, gefunden. Ich habe den Zucker gefunden. Ich finde das trotzdem immer bescheuert, dass man die sozusagen mit Zucker anfüttern muss, wenn man hier haufenweise Blumen hat. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich meine, wenn Bienen, ne, geschwächt sind und so, und wenn man die dann halt irgendwo aufsammelt und so, dann kann man den Zuckerwasser geben, wenn man sie irgendwie nochmal antreiben will oder so, aber doch nicht, wenn man einen Bienenstock hat. Ein Hoch auf diese beiden Brunnen. Meine Güte. Wann haben wir uns denn eigentlich diesen Ausgeholt-Buff geholt? Du warst. Nein, ich bin heute überhaupt nicht verwirrt. Warte mal, so für 22. Na, dann macht mal. Wie sieht's hier aus? Unser erstes Wachs ist fast fertig. Aber hier brauchen wir auch noch mehr Wasser. Habe ich von meinem ganzen Wasser abgelegt. Das ist ja unglaublich. Okay. Ah ja, warte mal. Das hintere hat Zuckerrohr, das heißt, da können wir noch einen reinschmeißen. So. Soll das mal machen hier. Dann mal hier den Hammer. Noch ein bisschen Safran. Den werden wir uns auch noch. Und wenn dann der Safran da hinten am Blühen ist und wir den ernten können, dann können wir demnächst auch bald unsere. Nee, der ist schon fertig? Also im Rollbusch geht's hier richtig gut. Kaum eingepflanzt, kannst du schon ernten. Und der Safran so... Nee. Wart mal noch. Warte mal noch. Ich brauche hier noch meine Zeit. Okay.